Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Der Sieg wurde teuer bezahlt, doch es ist vollbracht. Von Rüds Clan bleibt nur die Asche. Ach, genau. Hi, Leute. Herzlich willkommen. Ich habe ein paar Tage oder ganz viele Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir, an welchem Stand wir waren. Aber jetzt weiß ich wieder. Wir haben ja hier den... Also, wir haben ja hier den Rüd getötet, sozusagen. Und sollen jetzt zurück zur Hochzeit. Ja, ich komme leider im Moment nicht dazu, viel zu spielen. Das tut mir wirklich leid, aber ich bin im Moment arbeitstechnisch so eingebunden, dass ich meistens abends nur nach Hause komme, müde ins Bett falle, morgens wieder zur Arbeit fahre und habe jetzt auch 7 Tage durchgearbeitet. Ich muss heute auch tatsächlich auch wieder, wir haben jetzt Montag 10.30 Uhr und ich muss 14 Uhr schon wieder arbeiten. Vorbereitungen laufen mit voller Kraft. Oh, ist das schön hier. Schön geschmückt. Hallo und willkommen. Man weiß nie, wann man es mal gebrauchen kann. Sieht aus, als steht dir Ärger ins Haus. Wie konnte man das denn? So konnte man das erkennen. Damit was hast du denn du hier? Ja, brauchst darin aber nicht. Würdest du atemberaubend aussehen. Du hast ein großartiges Auge. Tattoos. Ach komm, sowas brauche ich nicht. Haarschmuck, komm. Was das? Ich habe ja noch nicht mal einen Nun muss Friseur. Ich gehen. Auf bald. Wie ihr hört, bin ich leider auch ein bisschen erkältet. Oh, die haben das richtig schön geschmückt hier. Ein schönes und angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Da gibt's bestimmt auch wieder einen Angriff oder irgendwas. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären wir nun. Ohne dich wäre ich tot und eine weitere Hoffnung für East Engler vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Die Musik erinnert mich gerade, was passiert denn da? Walking auf der Stelle. Die Musik erinnert mich auch gerade so an The Witcher. Ich habe übrigens die Mods hinbekommen. Das heißt, ich kann es, wenn wir mit hier Assassin's Creed durch sind, wieder spielen. Sind aber nicht viele da. Ein paar sind schon betrunken. Irgendwas passiert doch. Dafür ist es viel zu friedlich. Ich weiß, wer der Mann in dieser Beziehung ist. Er nicht. Also er ist es nicht, er weiß es wahrscheinlich auch nicht. Also, egal. Texturen laden erstmal noch nach.
Was ist denn da los? Warum sind das Kätzchen das so rum? Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Anglia. Und Lady Valdis, Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Ich glaube, sie mag ihn aber auch. Okay, ist nichts passiert. Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt dein König auf dem Thron East Anglias. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuern und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein, das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Ja, genau. Okay. Skål, Eivor! Lass uns trinken! Das ist nicht sehr hygienisch. Sollte es einmal eine Folge geben, wo wir keinen töten? Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid, zu trinken, bevor der neue König es tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von East Anglia. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Nicht schlecht, Wolfsmal. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Ich trinke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Anglia ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Ich nehme an. Ich weiß noch nicht mal, wie das ging. Stark für dich. Ich hab doch D gedrückt. Ja, ich verliere. Ich darf nicht zu ihm rüber gucken. Aber ich verliere. Dieses Ale ist stark, Bruder. Ja. Aber ich bin stärker. Mehr Glück beim nächsten Mal, Eivor. Nun, du schuldest mir etwas Silber. Schön, nimm es. Alter. Bisschen Hacke, die Gute. Eber
steht für Fruchtbarkeit. Macht er uns an? Gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke. Deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren. Selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Nee. Nicht mit dem. Das ist mir zu plump. Nimm dir noch ein Horn mit. Ich habe nämlich gestern gelesen, man kann... wohl mit Klee und Himbeeren gebraut. Hast du gehört, was ich... Man kann irgendwie Beziehungen führen. Ja, ist gut. Nur weiter so. Moment, hast du gehört? Hat mein Bruder mich gerufen? Ich glaube, ja. Das war ein Korb. Ich sollte gehen. Brudi? Brudi? Das war ein Korb. Eivor, Lust auf eine Herausforderung. Eivor! Wolfsmal, sieh da, meine Krüge. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met, wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Ach, halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. Alter, die ist... Ja, das ist die große Herausforderung. Eine leichte Aufgabe für das Wolfsmal, so wie alles. Ich finde das gut. Ach, kaum eine Herausforderung. Beeindruckend, beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. Oh, was war das denn? Da oben ist irgendwas. Alter! Ich habe wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond. Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und er war köstlich. Freut mich zu hören. Dann... Ich fühlte mich immer wie Sköll oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Okay, er will definitiv... Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Also er will definitiv keine Beziehung. Er will keine Liebelei. Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Weiß nicht, das sah nicht so gesund aus. Es tut mir leid, Eivor. Hallo. Ich hatte einen letzten Bleib doch mal hier. Moment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Das war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Ja, okay. Genug von Spaß und Spiel. Der hat einen kleinen C2-Intox. Oswald geht.
Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste, wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier, in euch allen, egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft! Deine Beleidigungen sind immer noch schwach. Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne die nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas, möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenclan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Skull. Auf den guten König! Oswald! Skull! Auf Oswald! Skull! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Das ist der Betrug. Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König. Ich sag doch, irgendwas passiert doch. Wer ist er denn? Die Schafe, die mich bewachen sollten, wurden geschoren. Oswald! Ach, das ist der. König der Schaffinger. Alles klar. Zeig dein Gesicht! Den haben wir ja gar nicht getötet, den haben wir ja. Ich fordere dich. Ich nehme an. Oswald ist König und ein König braucht einen Recken. Ich werde für ihn kämpfen. Er forderte mich heraus. Du hast einen noch härteren Kampf vor dir, Herr. Du musst East Engla wieder aufbauen. Und ein toter König kann sein Eid nicht halten. Lass mich das beenden. Ich habe schon Angst gehabt, dass keiner stirbt. Du feiges Sachsenschwein! Ich töte das Wolfsmaul und häng dich an deiner eigenen Zunge auf! Ich habe schon Angst gehabt, dass keiner stirbt. Warte mal. Warum macht die das nicht? Ja toll. Meine Angriffe werden geblockt von ihm, aber wenn ich meine Combo, dann holt er nur einfach auf. Ja, das ist aber eigentlich easy. Auch schön noch in die Eier getreten. Ich hab schon Angst gehabt, dass keiner stirbt. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. So viel Zorn, so viel Tod. Doch leider ist es so gekommen. Du verlässt uns? Das sollte ich. Dein Hochzeitstag verdient Ruhe und Frieden. Beides kann ich heute nicht bieten. Eivor, East Engla steht in deiner Schuld. Ich versprach dir ein Bündnis. Und nun sollst du es haben. Eines Tages werde ich dieses Bündnis in Anspruch nehmen. Ja, da haben wir das ja auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur zurück in unser Dorf, müssen da noch ein bisschen... Ich sollte Finn suchen, mich verabschieden, bevor ich gehe. Flieg, Freundin.
Da wird so lang gezeigt, okay. Dann haben wir das nächste Gebiet eigentlich abgeschlossen. Hier, East Angla. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor uns, also. Ich habe lange darauf gewartet, jemand Würdigem zu dienen. Führe deine Klinge mit meiner. Gemeinsam lassen wir den Schwertgesang ertönen. Bruder, pass auf Oswald auf, ja? Ja, er gehört nun zur Familie. Und ich könnte nicht stolzer auf ihn sein. Dafür haben wir dir zu danken. Alles Gute. Ich will nochmal mit allen sprechen. Brodir, ich übergebe Oswald in deine Hände. Beschütze deinen König. Und ruf mich, sollte das jemals nötig werden. Ja, Eivor, ohne einen Moment zu zögern. Gute Reise. Danke, mein Freund. Valdis. Kannst du nicht noch etwas bleiben, Eivor? Ich sollte gehen. Meine Rabenschar erwartet meine Rückkehr. Ich verstehe. Mach's gut, Valdis. Du hast gut gekämpft und einen würdigen König gefunden. Das habe ich wohl. Alles Gute, Eivor. Ein Traum wurde wahr. Nicht weniger. Ich danke dir für alles. Von ganzem Herzen. Prost. Finn, geh doch nicht weg. Sei gegrüßt, Eivor. Finn? Du verpasst die Feierlichkeiten. Ich habe genug. Sie sind ebenso für dich wie für Oswald. Ich war ein gebrochener Mann, Eivor. Vor all dem dachte ich, ich sterbe als müder alter Versager. Doch nun brennt mein Herz wieder mit neuem Feuer. Ich will laut leben und laut sterben. Ruhm schert sich nicht ums Alter, Finn. Segle mit mir. Mein Schiff kann weise Köpfe und starke Äxte immer gebrauchen. Gemeinsam? Gemeinsam. Ich packe meine Sachen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine blutige Axt. Cool. Finn angeheuert. Quest abgeschlossen. Scheint, der Wind ruft mich zurück zur Randwee. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Okay, ja, gesagt, wir müssen zurück in unser Dorf. Das nehmen wir mal alles jetzt noch mit. Ist dann doch ja auch jemand gestorben, das finde ich gut. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Scheint, der Wind ruft mich zurück zur Randwee. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Noch ein paar Himbeeren essen. Da kann man hier denn nicht irgendwas Neues. Hast du Werch gesehen? Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder. Werch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Ja, klar. Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken.
Natürlich. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Nahe Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Naja, wir machen aber doch mal erstmal, wir geben erstmal das hier ab. Ruadan, Holmgeir, was soll das Geschrei? Ruadan. Ah, Eivor, wie ist es dir ergangen? Mir geht es gut, Ruadan. Ich habe nur eine kurze Frage. Kennst du jemanden namens Gutban? Gutban? Sagt mir gar nichts. Sollte ich ihn kennen? Das hat mit Sollen nichts zu tun. Ah, ist es ein Pferd? Nein, es ist, Eine Liebelei? Nein, Ruadan, es ist... nicht wichtig. Und doch kamst du her, um mich zu fragen. Danke für deine Zeit. Ruadan, Holmgeir, was soll das geschehen? Wir schließen das doch mal ab, wenn wir eh gleich hier sind. Eivor, Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Natürlich. Nochmal von vorn. Bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr? Der wird noch Probleme machen. Beginnt von vorn. Sagt mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe, bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Ausleihen. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoff... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Holmgeir, erzähle mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse... Na, sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Ja, aber du kannst dich einfach... Wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben. Man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du... Ruadan? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfjifus Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen. Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmgeir. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Ja, der hat aber recht. Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfjifus Haar wird bald nachgewachsen sein.
Ruhe, alle beide. Hör zu. Ich weiß nicht mehr, welcher ist. Scheiße. Holmgir, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich habe ihn nur geliehen. Geliehen! Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmgir. Du hast genommen, ohne zu fragen. Und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruadan das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruadan. Meine Entscheidung ist endgültig. Begleich deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt. Ruadan, ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Mähne und Schweif. Dich mit einem farbenfrohen Bild zu entlohnen? Immerhin hast du zu seiner Entstehung beigetragen. Was in der Zeit für Kunst überhaupt Zeit ist. Oh, hallo, Eivor. Sei gegrüßt. Dieser Holmgir ist schon etwas eigen. Ich beneide ihn fast. Er sieht die Welt durch solch ein trübes Glas und hat nur belanglose Probleme. Er geht so sorglos durch die Welt. Verfolgen wir diesen Gedanken nicht so weit. Ich brauche dich so, wie du bist. East Engler steht uns bei. Ihr König Oswald hat uns seine Treue zugesichert. Eivor Königsquell werden wir dich bald nennen. Ja, cool. Bündnis geschlossen, East Engler. Bemerkenswerte Neuigkeiten. König Ciovulf hat Ciolbert nach Schrobischir geschickt. Er hofft, ihn dort als Aldermann einzusetzen. Schön. Er sollte dieser Rolle gewachsen sein. Schließlich hat er viel von dir gelernt. Ich gab ihm nur einen Vorgeschmack auf mein Wissen. Alles Übrige muss er selbst herausfinden. Noch etwas. Ich weiß nicht, ob du es hörtest, aber Swain verstarb vor kurzem. Der arme Mann, er entschlief in seinem Bett. Das wusste ich nicht, nein. Und Tova? Sie muss am Boden zerstört sein. Es ist hart für sie. Sie verbringt recht viel Zeit an seinem Hügelgrab. Sprich mit ihr, wenn du die Zeit findest. Okay. Was machen wir denn als nächstes? Randvi, geht es dir gut? Du wirkst abwesend. Mir geht es gut. Nur etwas müde, aber das macht nichts. Sollen wir uns die Karte ansehen? Nicht ehe du mir sagst, was dich bedrückt. Ich glaube, ich fühle mich eingesperrt. In diesem Raum, dieser Siedlung, diesem Leben. Mit deinem Leben kann ich dir gerade nicht helfen. Aber ich kann dich aus diesem Raum holen. Was meinst du? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun. Hör auf. Vergiss all die Bündnisse und Verantwortung. Nur für ein paar Stunden. Wir könnten ausreiten. Nach Granterbrück oder woanders hin. Mal was anderes sehen. Das klingt wunderbar. Und zu weit weg, um es gerade in Betracht zu ziehen. Aber danke, Eivor. Ein anderes Mal vielleicht. Also, was brauchst du? Gönn dir eine Pause, Randvi. Brechen wir nach Granterbrück schier auf und holen dich aus diesem muffigen Raum raus. Meinst du etwa jetzt? Sofort? Natürlich. Du sagtest, du wärst all dessen müde. Also warum nicht? Füll deine Lungen und gönn dir etwas Bewegung. Das sagte ich, nicht wahr? Du hast recht. Geh voran, Eivor. Folge mir. Ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle mal eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!